Das nächste Mal folgt gleich sofort. Wir fahren gleich wieder an und machen weiter, wo wir aufgehört haben. Ich tue jetzt erstmal alle meine Leute positionieren. Und sollten Feinde hierher kommen, kann ich gleich sofort reagieren. Tut sich scheiße, hier sind nur zwei Leute und hier alle vier. Weltposten. Weltposten. Ihn hier. Laufe ich bis dahin. Ihm hier doch lieber erst dahin, macht er erstmal fest aus, fällt passen. Okay. Leitung lahmgelegt. Jetzt bleibt nur noch eine. Deaktivieren Sie sie, dann gehört das Schiff uns. Gut gemacht, Commander. Dieses Schiff untersteht jetzt offiziell der Befehlsgewalt von XCOM. Ich bezweifle allerdings, dass es in den Hangar passt. Ja. Also ja, okay, ich hätte es vielleicht letztes Mal nicht so blöd sein sollen, die Mission gleich beenden, aber ich habe gedacht, dass ich ja noch mehr Aliens ausschalten muss. Tja, man kann es ja nicht wissen. Alter, wie, ich glaube, ich werde das fast alle in jetzt verwundet sind. Aktiv ein Tag. Neue Ausbildung, Präzisionsschuss. Ja, ich habe noch einen neuen Sniper, ist gut. Ist so gut. Raketenstart, okay, der Typ ist nutzlos, ich brauche nicht noch eine schwere Klasse. Nein, noch eine schwere Klasse, ich hatte von der schweren Klasse geredet. Oh, bam, gut. Rauchgranaten haben einen größeren Wirkungsbereich und erhöhen die Verteidigung um weitere 20%. Gefechtszogen. Rauchgranaten halten jede starke, jetzt starke Simulanz bei die bei allen Einheiten der Wolke gewinnen um 20% und die Chancen auf größere Stärke von 17%. Hm, machen wir das. Gefechtsdroge. Aha, Überlebenswille. Reduziert alle den erlittenen Schaden um 2, wenn der Einheitendeckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. Okay. Naja. Neue Forschungsverfüger. Versuchungslanze. Atomlenkraketenwerfer. UFO-Energiequelle. Und Cyberdisk-Autopsie. Dann Artefakte geboren. Zivilleine, Mutschenleiche, Cyberdisk-Bugs. 300 Delirium. 500 Alien-Legierungen. 34 Waffenfragmente. Fragmente 6 UFO-Computer, UFO-Energiequellen und 2 Fusionskerne, das ist geil. Und 2 Ingenieure und Wissenschaftler. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Was können wir auf den Schwarzmarkt verticken, was dann nicht gebraucht wird? Nicht erforscht, nicht erforscht, nicht erforscht, nicht erforscht. Okay, wir sollten, wir brauchen alles. Also wird nichts zerstört, nichts verkauft. Okay, ja, ich habe nichts weiteres mehr zu tun. Schadenrüstung. Wir könnten mit Hilfe der erbeutenden Alien-Legierung eine verbesserte Panzerrüstung bauen. Es handelt sich um das gleiche Material, das die Aliens überall in den Rümpfen bei der Strebung ihrer Raumschiffe verwenden, wie wir gesehen haben. Wir können die UFOs schwerste Ein- und Aufschläge mit minimalem Schaden bestehen. Das brauchte uns auf die Idee, die Möglichkeiten eines Schutzanzugs mit den Rechnergeschöpfen zu erforschen. Der Nachteil dieses exotischen Materials ist, dass wir deshalb keine Möglichkeit haben, es auf der Erde herzustellen, dass wir mit unserem begrenzten Vorrat sparsam umgehen sollten. Die Technikabteilung kann jederzeit mit der Produktion beginnen. Wir sind gespannt, wie sich die Schadenrüstung auf dem Schlachtfeld bewähren. Schadenrüstung sind geil. Dann geben sie versuchen, das mal sehen, schauen wir mal, ob so ein Schutz. Okay, schauen wir mal. UFO-Energie schnell. Skelettanzug, das ist ja geil. Fusionslanze. Das mal gerade. Verhör dem Muton. Ich weiß, dass wenn ich den Muton verhöre, dann kriege ich Credits. Nö, ich hab mich auch nicht besorgt. Ja. Und wir haben eh kein Geld. Also, die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Sollte denn eigentlich dann nicht das Ding schneller vorangehen?
muss doch schnell vorangehen, bei mir leiten die Bauern. Kontakt entdeckt. Deutschland, Sky Ranger losschicken. Störung. Entfernen, Einheit wählen. Da. Was? Nein. Nicht der Spanier. Ich brauche die Spanier. Nein. Alle meine schönen Leute sind nicht da. Nehmen wir eben die Walker. Okay, mal schauen. Das ist unsere Stürmerin. Was haben wir denn so zu tun? Stürmerin bleibt nicht. Dann. Waffnung. Das war gut, dann passt. Jetzt haben wir einen Haufen schwere Leute. Medikit passt. Ja, du kriegst. Du kriegst jetzt, den Pulsbogen. Ich brauche jemanden mit Pulsbogen. Na, was weg. Du spielst Medi. Zum Glück ist mein anderer Medi noch im Leben. 3 ist der beste. Jetzt noch die rote Farbe auswählen. Wo ist das zweite Rot? Ja. Guck mal, dann geh ich hin. Mach, geh mal hier hin. Okay, wollen wir starten? Transporter ist eingetroffen. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Hellwach. Ach, Mist, ich hätte einen Sniper auswählen können. Ich habe ja jetzt einen neuen Sniper. Mist. Obwohl, sollte eigentlich... Ah nee, der ist ja verletzt. Kein Wunder, deswegen. Ich habe so viele Raketen wieder dabei. Aber ich will sie nicht einsetzen, weil ich das UFO-Schiff nicht verletzen will. HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Okay. Äußerste Vorsicht. Ach gut, die sehen mich noch nicht. Mal schauen. Das ist unser Nicht-Super-Medi, oder? Doch, das ist unser Super-Medi. Feindtruppen! Wasser untersuchen macht natürlich super viel Sinn. Oh, Wasser! Unser neuer Newbie. Geht doch schon. Ah ne, das ist ja gar kein Newbie. Das ist ein Scheiß. Das ist der neue Newbie. Walker. Daneben. Hier drüben ist was. Yeah. Ah, wir sehen, was passiert. Okay. Wir schießen zuerst mit ihm, wenn es geht. 58.
56. Oh, wer hätte das gedacht? 56. Okay. Vorne wäre es schon besser, aber bei so vielen bleibe ich doch lieber erstmal hinten. 62. Gut, dann nehme ich erstmal den linken. Rechts, meine ich. Rechts. Na also! Okay. Dann, du übernimmst ein paar der linken. 1, 2, 3. Gut. Nummer 1. Danke. Naja, jetzt müssen wir das da im Deckel. Feind lebt noch! Dann töte ihn. Der hier ist erledigt. Gut so. Gut, ja. Zum Glück haben die Viecher keine Granaten. Die nicht. Mal sehen, 57. Ja, der so bessere Trefferchancen als andere. Wir haben Scopes fähig. Und der verkackt. Genauso wie der andere. Alter, wie die alle vorbei. Gibt's doch gar nicht. Gibt's wohl. Der Sturm und Schuss. Ne, warte mal. Wie weit kann sie überhaupt laufen? Bis da vorne. Okay. Gehe zum Angriff über. Achtundvierzig. Daneben. Wer hätte das gedacht? Ziel steht noch. Ach ja. Was haben wir denn da? 45 und 45. Töte ihn, der andere ist auch tot. Ja, töten. Meinte ich auch. Daneben. Alter, viel kritisch. Die haben sich verkaufen, die Penner. Medi muss mal heilen gehen. Still, du großes Baby. Alles wird gut. Vorrücken. Okay, ich habe nur einen Schuss vergeben. Dann sollten wir den töten. Ach, komm schon. Ich habe das Ziel verfehlt. Ich habe keine Munition. Komm schon, den tötest du jetzt. Ja. Haha. Und so, ganz fort. Nein? Oh ja. Und 40. Töte, was du nicht töten konntest vorher. Ich glaube, wir haben da eine neue Sniperin. Und keine Unterstützung. Gut, den stellen wir dann neben ihr hier hin. Der Sheriff ist da. Sie ziehen sich zurück! Vorrücken! Verpiss dich, du mickrige Alien!
stirbe. Gegrillt. So was. Das ist nicht der Eingang. Ich stehe ja mit der Rückseite zu uns. Klar. Bist du hier, so nah wie es geht? Ich gehe von der rechten Seite rein. Du gehst dann von der linken Seite rein. Mit Unterstützung natürlich. Was haben wir hier von? Ross. Erstmal eine kurze Nachladerunde. Nachgeladen! Nachgeladen! Ja, rückt jetzt mal weiter vor. Dann darf man nachladen. Muss schnell nachladen! Alles wieder im grünen Bereich! Du kannst dann dich schon mal hier platzieren. Feind in Sicht! Wir sollten alles versuchen, um eine dieser Kreaturen mit dem Pulsbogen einzufangen. Bei einem Angriff mit konventionellen Waffen bleibt nicht viel von ihnen übrig. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich werde aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Gute Stunde, beste Stunde. Beste, wie steht Scheiße da? Fünfstern und Deckung gehen. Dann er hier. Das mal hier rüber. Und wir halten daran. Und unten rein. Das rein Tag aus. Wird wehtun. Der stellt sich dann nicht hier hin. Blöd. Das ist was zu machen. Aber hier müssen sie stehen. Da hat er Patent. Kontakt! Oh nein, der fand wieder. Ach fuck. Na gerade müssen sind sie erstmal weit weg. Und du? Sonst mal. Nimm, du bleibst da, wo du bist. Dann Laurent. Geht da hin. Wechselt auf Pistole. Und schwächt das Ding. Gut, geschwächt. Walker stellt sich zur Verfügung. Wartet dann hier schon mal. Beweg dich nicht von der Stelle. Hier ist es ganz schön brenzlich. Nein, wieso machst du so viel Legierung kaputt, du Penner? Ich muss das von dir klar holen, mach das kaputt. Betäuben! Sag gute Nacht! Schalte feindliches Ziel aus! Ausgezeichnete Arbeit! Sobald sie zurückkehren, beginnen wir mit der Analyse dieses neuen Artefakts. Letzte nimmt aber auch gar keinen Ende. Schieß zurück und triff ihn. Zack und weg. Zack und weg.
bleibst du mal in der Nähe von ihm. Du da, das ist für den anderen. Du da, das ist für den anderen. Nee, ich darf mein Mädchen hier. Das habt ihr nicht gewagt. Kann weitergehen. Nein! Ach! Fuck! Nächstes Mal, wenn ich da drauf will, denke ich, dass ich gerade dann die Waffe auswähle, aber... Ah, ja, ja. Kuruke! Kuruke! Feuer auf die Penner! Feuer! Oh, warte mal, wer ist denn der? Nervenbringer? Der andere ist der Nervenbringer. Töte den Nervenbringer! Dem Ziel unterstützen! Schuss hat dich gesessen! Hab ich auch gemerkt. Ach ja. Hörte den Nerven, den Psi-Unterstützer, den Alien. Erledigt. Aha. Oh, Einsatzziele ja. Erreicht. So, geschafft. Ist das alles, was von der Kreatur übrig ist, die wir einfangen wollten? Ja, vielleicht haben wir die Quelle der seltsamen Messwerte gefunden, die wir empfingen, als wir ihm zum ersten Mal begegnet sind. Worum handelt es sich, Doktor? Wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist organischer Natur, aber extrem magnetisch. Und es scheint äußerst schwach innerhalb eines elektromagnetischen Spektrums zu schwingen. Derzeit ist noch unklar, wie oder... Vielleicht... Fehlen Ihnen ganz einfach die Fachkenntnisse, um das zu verstehen, Doktor. Falls es stimmt, was Sie sagen, dann ist dieses Objekt eine Antenne, die ein Signal empfängt. Dieses Signal, können wir es zurückverfolgen? Nein, zumindest bis jetzt noch nicht. Zuerst müssen wir seinen Verschlüsselungsalgorithmus bestimmen. Mein Team kann das machen. Dann werde ich mich auf die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen dem Objekt und unserem globalen Kommunikationssystem konzentrieren, damit wir das Signal nachverfolgen können. Demnach sollten wir unsere Priorität auf die Erforschung dieses Kristalls richten. Verwundet, 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 verwundet. Mann, ich bringe nur Zombies nach Hause. So eine Scheiße. Überlebenswelle. Kugelhagel. Ja, Kugelhagel. 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 Hey, wir haben einen neuen Sniper. Wer hätte das gewusst? Außenweltler-Splitter, leichte Plasmawehr, Waffenhöhle, Aufkommen, bla bla. Mann, ich hab nichts zu verkaufen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Dann. Tun wir noch kurz suchen. Auf den ersten Blick scheint der gefangene Mutant von allen bisher untersuchten Aliens die niedrigste Intelligenz zu besitzen. Seine massigen und kräftigen Gestalt täuscht aber über die große Menge an Wissen hinweg, auf die wir zu unserer Überraschung bei ihm stießen. Doch uns wurden beim Verhör klar, dass es für die Invasoren nur logisch war, den Mutants ein völliges Verständnis ihrer Waffentaktiken mitzugeben, da diese Monster drin ja ihre besten Frontkämpfer sind. Auch wenn der Gefangene unserer Verhörtechniken trotz medikamentöser Ruhigstellung sehr viel Widerstand entgegensetzte, haben wir von dem Mutant viel über die Alienwaffen erfahren. Speziell über ihre hochmodernen Plasmawaffen. Die Forschungsteams das Forschungsteam wird sofort mit der Auswertung dieser Daten beginnen, um sie in die mögliche Entwicklung einer neuen eigenen Waffengeneration einfließen zu lassen.
Plasmawaffen Forschungscredits erhalten. Dann Alien-Nav-Computer, Energiequelle, Plasmapistole, leichte Plasmagewehre, Plasmagewehre überhaupt. Skelettanzug, Fusionslanze. Das sind halt solche Sachen, die man da gerne forschen würde. Okay, das machen wir jetzt so ziemlich spät, weil ich will wirklich nicht viel damit verwenden. Zeit auf Verlängerung, aber ich denke gerade nach, was am besten wäre. Neue Waffen, ja, super und so, aber... Naja, machen wir was Schnelles. Wir warten noch darauf, ein lebendes Exemplar von der Front zu erhalten. Es scheint, die Männer verwenden sie gerne für Schießübungen. Momentan wissen wir, dass der Cyberdisk, wie sie ihn nennen, schwer bewaffnet ist. Er zeigt jedoch kein klares Verhaltensmuster auf dem Schlachtfeld. Lebend. Das kann sie knicken. Na gut, also... Das war's für heute. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, Massacre 3-4-7 spielt XCOM. Auf Wiedersehen und danke fürs Zusehen.